Gut, wie ihr seht, bin ich nicht zu zweit, wie ursprünglich geplant. Die Asja Hermanns von B. Braun ist leider heute nicht da. Insofern versuche ich mal, beide Rollen des Vortrags zu übernehmen. Wir wollen euch gemeinsam, oder wollten euch gemeinsam, deswegen haben wir vorhin vorbereitet, ein Internetprojekt vorstellen, das wir Sabbat Media für B. Braun umgesetzt hat. Und zwar aus zwei Blickrichtungen. Das eine sozusagen Treppe rauf, das andere Treppe runter. Treppe runter ist so ein bisschen zugucken, was haben wir da gemacht, was sind da, ist da rausgekommen, wie sehen die Ergebnisse aus, was hat B. Braun gemacht, um die Mitarbeiter dann mit in das System reinzubekommen. Das so ein bisschen, könnt ihr sozusagen euch zurücklehnen und mal zugucken. Treppe rauf, was gab es für Schwierigkeiten aus agiler Sicht? Ist ja eine Agile-Konferenz, ich werde so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir alles falsch gemacht haben, wo wir Probleme beim Kunden verursacht haben, auch ein paar Dinge, die wir unnötig falsch gemacht haben, also die sozusagen zu Ärger geführt haben, wo ich heute sagen würde, Mensch, wenn wir das gemacht hätten, dann hätte es diesen Ärger vermutlich gar nicht gegeben. Und erhoffe mir, dass der eine oder andere von euch vielleicht für seine eigene Praxis als Kunde oder seine eigene Praxis als Dienstleister, dass ihr da vielleicht so ein bisschen was mitnehmen könnt oder vielleicht auch Parallelen aus eigenen Projekten erkennen könnt. Es sind relativ viele Folien. Ich werde bei einigen relativ schnell drüber gehen, weil ich auch jetzt nicht euch B. Braun als Unternehmen zum Beispiel vorstellen will. Insofern zu Sabbat Media. Ich bin eigentlich eher so der agile Klotz am Bein, würde ich sagen, als der Treiber der agilen Werte. Wobei ich versuche, an mir zu arbeiten, aber als Unternehmen sind wir erstmal 80 Mitarbeiter, der Großteil ist in Wiesbaden. Wir haben zwei Mitarbeiter in Amerika, eine in Nashville, eine in San Diego, eine in San Diego und zwei Mitarbeiter in Australien, weil wir unseren Kunden rund um die Uhr Service anbieten wollen. Gibt eine ganze Reihe sehr großer deutscher Kunden, aber auch ein paar internationale Kunden, die auf uns vertrauen. Zu B. Braun kann ich euch nicht viel erzählen, außer, dass das ein Konzern ist, der genauso funktioniert wie viele Konzerne funktionieren und viel von deren Funktionstätigkeit hat nichts mit dem zu tun, was wir hier diskutieren. Und die hatten eine relativ lange Historie bei der Entwicklung ihres Intranets, haben mit einem SAP-Portal angefangen, das eigentlich nur Produktdaten beinhaltete, haben dann angefangen, so ein Red Dot-System, was jetzt heute OpenText ist, zu benutzen, bis es irgendwann sich so stark der Sand in dem Getriebe verhakt hat, dass die es gar nicht mehr weiter ausrollen konnten. Also die haben versucht, sozusagen dieses Intranet, das sie gebaut haben, in andere Länder auszurollen. Das war so aufwendig und hat so lange gedauert, dass sie irgendwann gar keine neuen Länder mehr dazugenommen haben und konnten eigentlich nicht mehr weitermachen. Und immer wenn irgendjemand Intranet sagte, dann haben die sich sozusagen irgendwie versteckt, weil sie eigentlich in sehr großen Teilen des Unternehmens gar kein Intranet hatten, das wirklich funktioniert hat. Und naja, die mussten halt was tun und da gab es dann diese Möglichkeit, das auf der Basis von Confluence zu machen. Es ist ein relativ schnelles Projekt gewesen. Wer von euch kennt Jacob Nielsen? Das ist so ein Usability-Guru, macht sehr forschungsnah Studien und schreibt da viel drüber. Und da gibt es ein Internet Design Annual. Also wenn sich jemand mit dem Thema Internet auseinandersetzen will, dann ist der Internet Design Annual meines Erachtens so die Bibel. Einmal im Jahr kommt er raus, kann man sehr, sehr gut erkennen, was große Unternehmen heute so machen. Und die machen alle SharePoint. Komme ich auch gleich nochmal zurück. Was jetzt B. Braun gesehen hat, ist, okay, wir haben ganz viele kleine Teams, die Confluence benutzen. Darf ich hier mal kurz fragen, wer von euch nutzt heute Confluence? Okay, schon recht viele. Und wer von euch hat mehr User, die wirklich aktiv sind, also sagen wir mehr als einen Edit pro Tag, also ihr braucht mehr als hier auch bei unseren Samstagsfußballkickern dabei sind. Das sind auf jeden Fall weniger. Ne? Also sozusagen, und es ist ganz häufig so, dass ich zwar Tausende von Usern habe, die könnten, aber nur ein paar wenige haben, die wirklich arbeiten. Für mich, also für Atlassian manchmal kein Problem, weil die dann trotzdem die vielen Sitzplätze reservieren, sozusagen in euren User-Tiers. Aber eigentlich will ich ja, dass alle mitmachen. Ja? Die schicken ja auch alle E-Mails durch die Gegend. Insofern stellt sich dann die Frage, okay, als B. Braun habe ich ja jetzt noch ein paar mehr Sitzplätze. Ja? Das ist jetzt hier
50.000 Sitzplätze. Da sollen eine ganze Menge Leute mitmachen. Und bisher habe ich halt nur Erfahrung im Fußballkicken in Wiesbaden-Schierstein mit 25 Leuten. Und wenn ich mir dann so Jacob Nielsen angucke, dann nutzen alle anderen SharePoint. Soll ich jetzt wirklich versuchen, dieses Riesenstadion mit Confluence zu bauen? Du, Salva, kennst du das? Hast du es schon mal gemacht? Nö, haben wir noch nicht gemacht. Aber können wir für euch bauen? Super! Individuelle Softwareentwicklung machen wir ganz großartig. Ein bisschen schwierig. Ich bin heute super dankbar dafür, dass B. Braun sozusagen diesen Schritt gemacht hat, weil wir denen nicht sagen konnten, ja, er wird auf jeden Fall funktionieren. Und dann gab es noch ein nächstes Problem. Die hatten keine Ahnung von Agile. Also das Unternehmen war alles, aber nicht Agile. Ganz klassische Beschaffungsprozesse. Die Mitarbeiter, die da mit uns im Projekt gearbeitet haben, hatten überhaupt keine Vorerfahrung, wie Scrum funktioniert, wie das läuft. Und kamen so ein bisschen, also sozusagen einerseits große Stadion bauen, andererseits dann nichts sehen, wie das ablaufen würde. Und eine Sache, die uns sehr in die Karten gespielt hat, ist, dass wir als Dienstleister sehr ehrlich sind. Also offen, transparent. Ich habe drei Beispiele rausgenommen, die das darstellen sollen. Das eine ist, wir arbeiten sehr viel mit Abrechnung nach Aufwand, also tatsächlich fast nur. Und immer wenn wir was tun, schreiben wir auf, was haben wir gemacht. Eine Stunde pro, ein deutscher Satz pro Stunde, die wir arbeiten. Und das kann der Kunde einsehen. Kriegt da sehr viel Transparenz. Wenn wir Inhalte zu einem Projekt dokumentieren, dann tun wir das auch in einem Confluence, in einem Extranet. Und das ist der einzige Ort bei Cybert Media, an dem Projektinformationen gespeichert werden können. Das heißt, wir können nur Informationen dokumentieren, die der Kunde auch einsehen kann. Ich kann natürlich da in diesem Space, insofern ist das in gewisser Weise eine Lüge, die sich mit Confluence ein bisschen besser auskennt, kann ich natürlich eine Seite anlegen, die beschränkt ist, nur auf uns beide. Und dann kann der Kunde das gar nicht sehen. Aber das ist halt anders als bei SharePoint. Natürlicherweise lege ich eine Seite an und die ist halt für alle sichtbar. Und nur wenn ich will, beschränke ich sie. Das sieht man auch schon sozusagen, bei SharePoint ist es genau andersrum. Ich lege eine Seite an, niemand kann sie sehen, ich muss sie erst aufmachen für die anderen. Und ja, das muss ich mal gerade gucken, ob ich euch was vorlesen kann, was mir relevant erscheint. Also hinter dem Intranet steht eine visionäre Sharing-Expertise, Wertesystem von B. Braun. Was wir gemacht haben ist, und übrigens nicht nur mit B. Braun, sondern mit vielen anderen Kunden auch. Und wir sind ja unter uns, wir zwingen die Kunden zu uns zu kommen. Und die Realität ist, dass die Konzerne, habt ihr gesehen, wir arbeiten für relativ viele Konzerne, zwingen eigentlich uns zu sich zu kommen. Das ist üblich. Ja, also wir nennen das intern manchmal auch Body Leasing, also der Konzern sagt, bringt uns doch mal 5 Entwickler, die was drauf haben und sich mit der SS auskennen und dann können die ein Intranet bei uns im Konzern bauen. Und wir sagen, nee, du Konzern kommst zu uns mit in diesen Scrum rein und nimmst an Stand-Ups teil, nimmst an Reviews teil, du machst mit uns ein Product Backlog Grooming oder Refinement nimmst an Sprint Plannings teil. Relativ anspruchsvoll, auch nicht so ganz einfach immer für uns, das umzusetzen. Und das hat in dem Fall sehr gut funktioniert. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Aber erstmal so zu so ein paar Dingen, die, sagen wir mal, in vielen solchen Projekten passieren. Der Kunde kommt also an, hier mein Lastenheft. Lastenheft, kann man nichts mit anfangen. Okay, alles klar, vielen Dank. Nehmen wir mal, machen wir einen Product Backlog draus und dann wenden wir unsere schöne WTF-Beschätzungsformel an und rauskommt Batzen Geld. Also sozusagen so ein Product Backlog gemacht und haben Magic Estimation und so weiter. Aber am Ende ist das eine Beschätzung und dann sagt er, aus welchem Budget soll ich denn das bezahlen? Ich wollte doch eigentlich nur dieses Confluence und dann zu einem Internet machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ihr müsst doch nur über diese Straße gehen. Das mache ich doch täglich. Das ist doch euer Job. Ihr arbeitet doch in dieser Softwareentwicklung, müsst doch wissen, wie lange das dauert und das kann doch nicht so lange dauern und hier ist so viel Komplexität mit drin und ihr wisst das gar nicht und deswegen, warum ist denn dieses eine Feature auf einmal so groß? Naja, wissen wir nichts drüber.
dass dann nur da über die Straße laufen, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, das ist tatsächlich nicht, also es ist eher so ein adaptives System, das verändert sich die ganze Zeit, ganz viele Autos unterwegs. Wir wissen auch gar nicht so genau, wann wir jetzt rechts rum oder links rum laufen, das sehen wir erst, während wir das machen. Und da kommt es schon sozusagen dieses Huhn-Ei-Problem, Hase-Igel-Lauf, weil da gibt es ja keine Lösung für. Ja? Also der Kunde denkt, muss doch eigentlich einfach sein, deshalb seid ihr doch da, deshalb bezahle ich euch doch, damit das einfach wird. Und das erzählte mir die ganze Zeit was von Komplexität. Was wir tatsächlich gemacht haben, ist Rapid Prototyping. Das war taktisch perfekt. In diesem großen B. Braun-Konzern funktionieren natürlich, also das ist böse, aber sozusagen meine Erfahrung ist, dass es häufig in solchen großen Unternehmen IT-Projekte nicht so richtig gut funktionieren. Dauern lange, kosten viel, liefern nicht die Ergebnisse, die die Leute vorher vorgestellt haben und sind insgesamt eher unsichtbar. Was macht denn ihr eigentlich? Seid ihr schon fertig oder läuft das noch? Oder habt ihr überhaupt schon angefangen? Und das ist ja bei Scrum jetzt nicht so, sondern ich versuche ja bei Scrum nach jedem Sprint was auszuliefern, was der Kunde auch benutzen kann. Und im Rapid Prototyping versuche ich kleine Sprints zu machen. Also dreckig ist erlaubt, einfach Funktionen bauen. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung und hat dann relativ schnell zu Ergebnissen geführt. Hier sind so ein paar Beispiele, wie das jetzt tatsächlich heute aussieht. Zwei Dinge, die ich hier gerne hervorheben würde, oder sagen wir drei. Das erste ist, das sieht zumindest auf der Startseite nicht nach Confluence aus, sondern wir versuchen, ein einfaches, unkompliziertes System zu schaffen, das auch sozusagen eine regionale Bildzeitung sein könnte. Relativ wenig Aufmerksamkeit, relativ wenig Intensität bei der Nutzung und das Gefühl, ich beherrsche, was da drauf ist. Also die Bildzeitung beherrsche ich, obwohl ich noch nie eine gekauft habe am Bäcker, weil ich, während ich mein Rosinenbrötchen morgens kaufe, weiß, was die Bildzeitung heute geschrieben hat. Zumindest 2, 3 Nachrichten, die oben auf der Startseite drauf sind. Und das ist so die Idee, die wir hatten. Okay, ihr habt zwar diese Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern, wir erreichen aber nur einen kleinen Teil, der wirklich mit diesem Intranet 2.0 arbeitet. Wir wollen den Rest aber auch noch erreichen. Und den kriegen wir sozusagen mit diesem personalisierten Bildzeitungscharakter. Zwei Punkte, auf die ich hier hinweisen will. Das eine ist hier diese Highlights-Box. Wie komme ich denn? Achso, da kann ich gar nichts zeigen. Ich bräuchte okay, also es gibt hier diese Highlights-Box, die gibt es in verschiedenen Sprachen und auf der anderen Seite gibt es hier dieses App-Store. Könnt ihr nur mal schauen, komme ich später nochmal drauf zurück. Und die sind jetzt nicht nur, also Atlassian gibt es in unterschiedlichen Sprachen, 14 ist, glaube ich, die offizielle Aussage. Die Realität ist, dass es ungefähr 3 bis 4 gibt. Auch wenn Atlassian was anderes sagt, viele Sprachen sind total unvollständig. Das heißt, wenn ihr nach Thailand ausrollt, dann gibt es zwar ein Language Pack thailändisch, aber der hat nur 6% Coverage. Das heißt, er hat also 6% der Begriffe, die da übersetzt worden sind. Was kann man jetzt, lass ihn nicht unbedingt zum Vorwurf machen, weil nämlich jeder sich auch dazu beitragen kann. Was B. Braun jetzt gemacht hat, ist, die haben selber für alle Sprachen, die sie brauchten, vollständige Übersetzungen angelegt. Und die teilweise auch zurückgespielt, teilweise nicht, den Status kenne ich nicht so genau. Und hier sieht man dann auch, dass es hier in den unteren drei Bereichen, dass die einzelnen Startseiten auch übersetzt werden. Also es geht nicht darum, dass die einzelnen der Create-Button jetzt auch in Spanisch ist, sondern dass hier die Nachrichten, das heißt der eigentliche Inhalt auch personalisiert ist. Das würde ich ganz gerne nochmal zeigen. Den oberen Teil, diesen Highlights oder hier die Task, die Stack, nennen wir auch News I Must See. Das ist sozusagen die Top-Down-Kommunikation, was Corporate Communications macht. Ihr sollt das sehen hier. Und ich habe ein kurzes Video mitgebracht, um das mal zu zeigen. Also hier haben wir sozusagen diese Highlights mit den Unternachrichten, die jetzt aus Deutschland kommen, länderbezogen oder auch standortbezogen. Also der eine in Stuttgart, der andere in Hamburg. Und wenn ich jetzt ein anderer User bin, aus Malaysia, aus einem Standort dort, dann gibt es hier andere Nachrichten, die aus Malaysia kommen, da auch möglicherweise standortspezifisch sind. Das heißt, mein Confluence ist personalisiert auf meine Situation. In dem Beispiel jetzt hier mein Standort, die Sprache, die ich spreche.
Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Profile aufgebaut, Beefed Up User Profiles, haben wir tatsächlich bei Jacob Nielsen abgeguckt. Ein total umfangreicher Trend, mit dem man zum Beispiel eine Expertensuche in Confluence machen kann. Ich will jemanden, der sich mit Yammer auskennt, Chinesisch spricht und gerade in Frankfurt ist. Und das kann ich dann sozusagen mit diesen Profilen. Die Confluence User Profile haben normalerweise nur 5 oder 6 Felder. Und ein Plugin entwickelt, mit dem man das beliebig erweitern kann. Und bbraun hat 10 unterschiedliche Benutzerverzeichnisse. Und aus diesem Benutzerverzeichnis haben wir die ganzen Daten eingesammelt. Teilweise gibt es da auch Bilder, natürlich gibt es Handynummern, E-Mail-Adressen und so weiter. Und haben da sozusagen eine Art Telefonbuch- und Expertenverzeichnis mit gebaut. Netzwerke folgen ist leider eine Funktion, die es zwar gibt, aber die ich hier jetzt gar nicht erwähnen würde. Dieser ganze Kollaborationscharakter ist natürlich weiterhin vorhanden. Das heißt also, alles, was vorher Confluence konnte, können wir vorher auch. Wir haben keine einzige Funktion ausgebaut. Das ist alles noch genauso vorhanden wie bisher. Also ich kann Seiten liken, ich kann die mit anderen teilen, ich kann natürlich auch URLs von diesen Seiten per E-Mail verschicken, kann die kommentieren und das bleibt weiterhin sozusagen der Kern der Aktivität, der da stattfindet im Confluence. Also mal, müsst ihr jetzt vorstellen, das hat jetzt gerade die Asja alles erzählt. Jetzt, immer wenn diese Folien kommen, kommt sozusagen dieser agile Part. Was in Learning war in dem Projekt, war, dass der Kunde, ohne dass wir es gesagt haben, und das wäre sozusagen für, insbesondere für Dienstleister, aber auch für die Kunden etwas, der Kunde hat gleichzeitig jemanden aus der IT und jemanden aus Corporate Communications gestellt. Das mag, wenn ihr jetzt kein Internetprojekt macht, nicht unbedingt erforderlich sein, aber das war hier äußerst hilfreich, weil immer so Sachen passieren wie, huch, diese Story ist auf einmal so groß. Und dann kommt die Frage, warum ist denn die so groß? Muss das so teuer sein? Und das kann dann jemand, der IT-Erfahrung hat, sagen, ja doch, das ist schon ziemlich komplex, das kann richtig beschätzt sein vom Cyber, das ist wirklich so, so komplex. Und dann ist die nächste Frage, brauchen wir das überhaupt? Also können wir das nicht einfach rausschmeißen? Wir dachten vorher, das ist ja so klein, aber das ist jetzt so riesengroß und das kostet unheimlich viel von unserem Budget. Brauchen wir das? Können wir das nicht einfach rausschmeißen? Und das kann dann derjenige aus der Team nicht mehr entscheiden, sondern das kann nur jemand aus der Fachabteilung sagen, ja, sprech mal ab, können wir vielleicht rausschmeißen? Und da hatten wir viele Situationen, wo wir unheimlich viel Scope einsparen konnten, weil wir halt diese beiden Kompetenzen im Projekt hatten. Und das hat der Kunde eingebracht. Also wenn ich sozusagen mir das nächste Mal bei so einem Projekt was wünschen kann, dann werde ich dem Kunden sagen, gib mir einen von der Technik und einen, der das fachlich entscheiden kann. Das war echt super. Ich weiß, nicht so ganz einfach, diese Ressourcen beim Kunden zu bekommen, aber das war für uns super hilfreich. Das App Store haben wir schon gesehen. Das ist auch eine personalisierte Form, mit der wir so ein bisschen Identity Management auch betreiben wollen. Und zum anderen, kläre ich gleich nochmal, bbraun hat 250 webbasierte Oberflächen. Passwortverwaltungsprogramm, SAP-System, ein ERP-System, Aufsatz, ein Jira, ein Confluence, ein Bitbucket, wo wir den Code gemeinsam teilen. Und alle diese Systeme lassen sich nicht einfach in das Internet integrieren. Also wenn ich so diesen All-in-One-Ansatz von SAP habe, dann würde ich die alle gerne da drin haben. Das geht aber nicht, das ist vollkommen unmöglich. Und deswegen haben wir so eine Art Link-Verzeichnis gemacht, indem man sich selber raussuchen kann, der Otto mag jetzt diese 5 Applikationen häufig benutzen und dann wählt er sich die aus und sieht die in seiner App Store und der Thomas hat eine andere Setting an Apps. Und die sind bei bbraun noch so ein bisschen angereichert mit so SSO-Funktionen, allerdings ganz bisschen. Also wir können Sammel, wir können OpenID und wir können Post und Get. Also noch kein richtiges Identity Management, aber vom Ansatz her langfristig etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass IT-Abteilungen mehr auch dann so SaaS-Lösungen lieben können, weil ich dann sozusagen aus dem Intranet in die Salesforce-Lösung komme, ohne mein eigentliches Salesforce-Passwort kennen zu müssen. Mal ein Detail. Zu den Apps gibt es auch noch ein kleines Video. Zeige ich euch mal kurz. Sozusagen hier meine Apps, die ich ausgewählt habe. Drücke auf diesen Stift. Kann die dann anhaken. Und wenn ich dann wieder auf meine Startseite zurückgehe, dann ist mein App Store entsprechend mit den von mir ausgewählten Apps versehen. Relativ einfache Funktion, wird sehr intensiv angenommen. Es gibt natürlich auch ganz normal die Bookmarks, die Confluence anbietet. Der Konzern wäre kein Konzern, wenn er nicht Vorgaben machen würde, was 4 tolle Applikationen sind, die jeder haben muss.
Und dann gibt es dieses News-Konzept. Da hatte ich ja vorhin dieses News I must see dargestellt, also sozusagen Nachrichten, die von oben nach unten durchgedrückt werden. Und das haben wir auch andersrum gebaut. Da gibt es nämlich unten drunter eine Sektion, wo ich als Mitarbeiter selber abonnieren kann, was für Nachrichten mich interessieren. Da gibt es dann Spaces, in diesen Spaces wird geblockt und ich hake die einfach an. Und sobald ich das tue, wird dann auf der Confluence-Seite die Nachrichten angezeigt, die ich abonnieren wollte. Ziemlich cooler Anwendungsfall. B. Braun hatte, bevor sie das Internet eingeführt haben, 200 Newsletter. Also der Vorstand hat natürlich einen Newsletter gehabt. Dann durften alle möglichen Abteilungen und Standorte haben auch noch eine E-Mail verschickt. Und selbst wenn die alle nur einmal im Monat eine Nachricht verschicken, sind das halt 200 Nachrichten, die ich pro Monat bekomme. Und naja, das haben sie jetzt hier über dieses News-Konzept etwas eindämmen können. Was wir in dem Agile-Projekt sehr gut hingekriegt haben, war sozusagen Vertrauen gewinnen durch Rapid Prototyping, schnelle Ergebnisse. Wir haben sehr viel Feedback bekommen, hallo, ist das richtig? Ja, so nicht, okay, ist das richtig? Und sind dann sehr schnell zu Punkten gekommen, wo der Kunde intern schon Werbung machen konnte für sein Internet, obwohl das noch lange nicht fertig war. Was wir dann irgendwann falsch gemacht haben, ist, wir haben nicht richtig umgeschaltet. Also irgendwann haben wir mussten wir ein Team wechseln und dann hat das Team gesagt, da sind ja gar keine Unit-Tests drin, das ist ja gar keine Continuous Integration. Wie soll denn das für 50.000 Leute da funktionieren, wenn da irgendwas mal was kaputt geht? Und dann haben wir gesagt, okay, die bauen wir jetzt und haben, das Schrecklichste, was man eigentlich tun kann, vergessen dem Kunden zu sagen, hey, wir bauen jetzt Unit-Tests und machen diesen ganzen Qualitätskram für euch. So haben wir es einfach gemacht. Es gab auch keine Alternative dazu an der Stelle, es war sozusagen der beste Zeitpunkt. Das hat nur 80.000 Euro gekostet. Und dann hatte der Kunde sozusagen 2-3 Sprints, nur Qualität in seinem Produkt und keine Features mehr. Vorher hat er ja nur Features gehabt und nur wenig Qualität. Und er hat gesagt, das zahle ich nicht. Das gebe ich auch nicht. Habt ihr doch nichts gemacht? Ja doch, da hier Unitests und so. Ja, da ihr mit euren Ampeln, ist mir doch egal. Und das wurde richtig eskaliert. Also wir sind dann sozusagen in dem Projekt, wo alle sagen, oh, Agile ist ja total cool mit diesem Scrum, wir kommen da richtig voran. Aber sobald du dann 80.000 Euro verbrennst und der Kunde sagt, das funktioniert nicht, dann wird es irgendwo hin eskaliert und die wissen überhaupt nichts von Scrum. Das ist ihnen alles vollkommen egal. Die sagen, Moment mal, da steht nirgendwo in dem Auftrag drin, dass ihr hier Unit-Tests bauen sollt. Und also das war ein richtig großes Problem, an dem wir da gearbeitet haben. Also ich komme gleich nochmal dazu. Ich bin, glaube ich, auch schon hier ein bisschen in Zeitnot. Insofern schubben wir mal. Wir haben eine iPad-Oberfläche gebaut. Atlassian hat, also Mobile kennen die noch nicht. Warum auch immer. Da gibt es so eine, ihr kommt mit dem iPad auf den Confluence und dann gibt es so eine eigene Oberfläche. Also nichts responsive, nichts, kommentieren und liken dürft ihr. Nicht editieren, kommt hoffentlich noch. Ich hoffe ganz stark auf, dass Atlassian da irgendwann eingeholt wird. Und unsere Oberfläche kann auch nicht viel mehr, aber ein bisschen. Was echt innovativ ist, wer arbeitet in einem Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern? Ihr dürft nicht übers Internet auf eure Intranets zugreifen, behaupte ich. Und das darf man bei B. Braun. Ihr schon, ja. Okay. Die haben eine Suchmaschine mit uns implementiert. App Store habe ich schon gezeigt. Hierarchische Navigation. Cooles Feature aus meiner Sicht. Bei dem auch die, nicht nur die Nachrichten, sondern auch die Navigation, die hier erscheint, ist lokalisiert, also personalisiert. In Abhängigkeit davon, wo ich mich befinde, ändert sich diese Navigation. Hier stelle ich jetzt zum Beispiel auf einen deutschen Standort um und dann kriege ich auch eine deutsche Navigation. Das ist keine Übersetzung, sondern das ist die von diesem Standort für die Mitarbeiter an diesem Standort erstellte Navigation. Eine sehr coole Funktionalität, die es den Leuten erlaubt, darauf ja, sozusagen zu gucken, was für ihren Standort relevant ist. So, jetzt war ich ja in meinem agilen Projekt an der Stelle angekommen, wo wir viel Geld verbraten hatten. Und dann konnte ich sagen, was? So viel Kohle für dieses Ergebnis? Könnt ihr doch nicht machen. Naja, weiß doch, du kannst jetzt nicht alles fixieren, Scope, Time und so weiter. Agil, wir arbeiten nach Aufwand. Also kommt sehr schnell in so ein Hase-Igel-Spiel, insbesondere mit höherrangigen Managern, die dann einfach sagen, euer Problem auf der Rechnung bleibt ihr sitzen. Und ich kann an dieser Stelle sozusagen nicht sagen, wie man das lösen kann,
Der einzige Ausweg für uns war, wir hatten sozusagen zu dem Zeitpunkt schon eine Art Track Record. Die wussten, das funktioniert. Die wussten, wir machen gute Arbeit. Die wussten, das wird auch am Ende noch vermutlich für uns einsetzbar sein, was wir machen. Und wir haben das auch intern schon rumgezeigt und alle Leute fanden es cool. Und weil wir sozusagen unseren Chart hatten mit unseren Ergebnissen, die man auch angucken konnte und so weiter, insgesamt waren wir zu dem Zeitpunkt, also diese 80.000 Euro, waren noch voll im Budget. Es war halt nur so, wir hatten nicht darüber gesprochen, dass wir die jetzt aufessen würden. Das war das einzige Problem. Und das hat uns eigentlich gerettet. Und insofern, das mag jetzt banal sein, aber es lohnt sich, vorab über Herausforderungen zu sprechen. Zum Beispiel, guck mal, wir haben Rapid Prototyping gemacht, wir müssen jetzt Qualität machen, das wird Geld kosten. Ihr werdet nichts sehen, wir müssen es aber trotzdem machen, weil es keine Alternativen dazu gibt. Wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis mit Kunden pflegt, dann verzeihen die einem sehr viel. Ich glaube, ich habe keine anderthalb Minuten mehr, aber es gibt einen sehr coolen Rollout-Spot, den Vibrauner erstellt hat, und den würde ich euch gerne noch zeigen. Und dann können wir den Rest der Folien, das sind nur zwei, überspringen. Ist das okay? Ah. Mein erster Tag im neuen BKC. Stell dir vor, du hast im Intranet deinen eigenen Bereich. Stell dir vor, deine Kollegen sind nur einen Klick entfernt. Und du kannst jeden direkt erreichen. It's right here. Perfect. Looks great. Could you send us a sample? They're on their way. I sent one to Nelson and one... Stell dir vor, du kannst in gemeinsamen Projekträumen Themen voranbringen, wie du es willst. Stell dir vor, du hast das Wissen des gesamten Unternehmens auf deinem Computer. Und stell dir vor, du teilst und gestaltest es. Ganz einfach. Vom ersten Tag an. Be connected, be effective, be fast, be mobile. KC. Make it yours. Das können die wiederhin sehr gut und da habe ich viel bei gelernt, weil das, was wir gebaut haben, meines Erachtens genau dadurch funktioniert, dass wir diesen Gedanken eines Wikis sozusagen in dem Intranet zu den Leuten bringen, dass die ihr Intranet daraus machen können, dass Malaysia eine malaiische Navigation mit malaiischen Nachrichten, mit malaiischen Applikationen und einfach deren Intranet bauen können. Und das macht das meines Erachtens sehr stark. Die haben dann das auch noch sehr gut gemacht, wo die dann sozusagen, also we have made it ours, sozusagen aufgegriffen dann in einzelnen Standorten. Haben es jetzt schon in 30 Ländern, glaube ich, ausgerollt insgesamt. Sieht man halt, es ist ein sehr großes, stark genutztes System, das sehr stark auch wächst. Naja, und dann haben wir, sorry, das wollte ich erst zeigen, sozusagen ein großes Stadion mit einer erfolgreichen Projektmannschaft gefüllt. Vielen Dank.